glaube, der Herr ist dabei, etwas Neues zu tun. Halleluja. Und die Gemeinde wird die Gemeinde werden. Und sie wird eine starke Stimme haben. Und der Herr wird sie gebrauchen, mächtig. Ich möchte diese Einheit noch benutzen, um noch ein paar grundsätzliche Dinge über Jüngerschaft zu sagen. Und ich brauche wirklich die Leitung des Geistes, um die Dinge, die jetzt dran sind, irgendwie zu betonen, weil natürlich das ein großes Thema ist und es da noch so viel mehr zu geben, zu erwähnen gäbe und zu sagen gäbe. Aber ich möchte, dass ihr einfach eine grundsätzliche Idee bekommt. Und ich will darauf hinweisen, wenn dich das Thema packt und du sagst, das will ich lernen, weil ich ein Jünger sein will oder weil ich Jünger machen will, dann empfehle ich dir diese 10-teilige Lehrserie, die wir gemacht haben über Jüngerschaft, Jüngerschaft leben von 2019. Und das gibt es als MP3, das gibt es als Video auf YouTube. Und da findet ihr viel, viel mehr noch als das, was ich hier in diesen 2 Stunden machen kann. Aber so viel sei gesagt, Jüngerschaft, das ist der Lebensstil, den Gott für seine Kinder hat. Wer nicht ein Jünger ist, ist nicht in den Ordnungen Gottes. Und wer nicht Jünger macht, ist auch nicht in den Ordnungen Gottes. So, wir wollen wirklich in die Ordnung Gottes hineinkommen. Und dann werden wir in wenigen Jahren dramatische Veränderungen sehen in unseren Gemeinden, in unseren Kreisen. Johannes 15, Jesus sagt, Vers 8, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jüngerschaft hat ganz viel damit zu tun, dass wir wirklich Frucht bringen. Ein Großteil der Gläubigen leben nicht in ihrer Berufung. Entweder weil ihnen das nie gesagt wurde und nie beigebracht wurde, wie man da hineinkommt, oder weil sie gar kein Interesse haben oder zufrieden sind, einfach nur so mitzumachen und irgendwie rein äußerlich ihren Platz einzunehmen in der Gemeinde. Aber Jüngerschaft ist der Weg, wie jemand in kürzester Zeit, und damit meine ich wirklich einen Zeitraum von 2, 3 Jahren, aus seinen grundsätzlichen Lebensproblemen herauskommt. Ablehnung, Minderwertigkeit oder irgendwelche Gebundenheiten, irgendwelche Zwänge, irgendwelche Dinge, die ihn zurückhalten. All diese Dinge werden systematisch abgelegt und aufgebrochen und der Jünger wird freigesetzt und dann kann er wirklich in das hineinkommen. Und aus dem Jünger wird ein Mitarbeiter und aus vielen Mitarbeitern werden dann Leiter werden. Und das wird so viel Neues und so viel Segen Gottes freisetzen. Morgen werde ich sprechen über Älteste und Hirten nach dem Herzen Gottes. Aber jetzt sind wir hier bei Jüngerschaft. So, wir haben gesagt, Jüngerschaft ist ein intensives persönliches Trainingsprogramm, wo wir jemanden, der das will, der sich dafür gemeldet hat, an die Hand nehmen und wo wir dann mit ihm Schritt für Schritt vorangehen und wo wir ihm den Lebensstil des Reiches Gottes beibringen. Ganz, ganz praktisch. Das geht nicht ohne regelmäßige persönliche Treffen. Je weiter er vorangeht und je stabiler er ist, umso größer können dann die Abstände sein. Aber ich denke, ganz am Anfang nach der Bekehrung ist es wirklich notwendig, sich einmal die Woche hinzusetzen und mit ihm zu sprechen. Das muss nicht ein abendfüllendes Programm sein, aber es sollte wirklich intensiv und regelmäßig sein. Und wir bereiten das vor, wir beten, was sind die Schwerpunkte, was sind die Dinge, was sagt der Geist Gottes jetzt? Und was sollen wir ansprechen, was sollen wir fragen? Wir sind ja schon dann freigesetzt von Menschenfurcht und wir werden hineinsprechen in das Leben und wir werden Fragen stellen. Ganz präzise, ganz konkrete Fragen, ohne irgendeine Scham oder ohne irgendwie uns schlecht zu fühlen oder zu denken, wir kontrollieren jetzt, sondern wir wollen dienen, wir wollen helfen und eben dieser ganze Prozess geht auf der Basis der Freiwilligkeit. Und ich sagte es schon, da gibt es einige grundsätzliche Dinge, die wir unserem Jünger beibringen wollen und die wird er regelmäßig in seinem Leben praktizieren. Nicht wissen, nicht aufzählen können, sondern praktizieren. Und die will ich einfach hier mal nennen und dann gehen wir auf einen Bereich noch ein bisschen näher ein. Also, Nummer 1, leben mit dem Wort Gottes. Wir werden ihm beibringen, was es heißt, mit dem Wort Gottes wirklich zu leben. Und das ist für viele Christen etwas total anderes, als
das, was wirklich die Bibel darüber sagt. Leben mit dem Wort Gottes. Dann Gemeinschaft mit dem Herrn. Gott suchen. Gott anbeten. Beten im Geist. Fasten. Dann der ganze Bereich geben. Geben ist so wichtig. Und wir bringen dem Jünger bei, dass er einen Lebensstil des Gebens entwickelt. Er gibt dem Herrn in seiner Anbetung, er gibt den Herrn und ehrt den Herrn mit Finanzen. Wir lehren über den Zehnten, wir lehren über Opfer. Und dann gibt es aber noch andere Formen von Geben. Loben, ermutigen, Aufmerksamkeit geben, Zeit geben. All das sind wichtige Dinge. Eine besondere oder eine Unterform von Geben wäre auch Dienen. Von Anfang an wird unser Jünger in der Gemeinschaft, in der er sich befindet, Hausgemeinde, Gemeinde, was auch immer, er wird praktische Dienste übernehmen. Er wird an irgendeiner Stelle sich nützlich machen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass er nicht nur ein Konsument ist, sondern dass er versteht, er hat einen Platz und er übernimmt Verantwortung. Und wir werden schauen, was für Fähigkeiten hat er und wo möchte Gott ihn einsetzen. Ein guter Startpunkt ist immer die Pflege der Toiletten. Das ist immer ganz besonders gesegnet. Und das soll er von ganzem Herzen machen. Und dann wird Gott ihn mächtig segnen. Noch eine Form von Geben ist Vergeben. Allen Menschen zu vergeben von der Vergangenheit, die ihn verletzt haben, die ihm Unrecht getan haben. Und natürlich auch um Vergebung bitten. Ja, wir werden ihm eine Aufgabe geben, bitte den Heiligen Geist, dir all die Personen aufzuschreiben, an denen du schuldig geworden bist. Und dann wird er mit seiner Liste kommen und dann beraten wir zusammen, okay, was ist in diesem Fall zu tun? Und er wird hingehen und um Vergebung bitten. Und er wird hingehen und Wiedergutmachung machen. Ja, das alles gehört dazu. Ja, Wiedergutmachung heißt auch zum Beispiel gestohlenes Gut wieder zurückbringen. Es kann nicht sein, dass er dem Herrn dienen will und hat zu Hause Dinge, die er mitgehen lassen auf der Arbeit. Und die sind jetzt in seinem Haus. Das wird niemals gesegnet sein. Das funktioniert nicht. Ja? Und wir werden ihn anleiten und ermutigen. Und ich weiß, dass das eine große Demütigung ist, zum Chef zu gehen und zu sagen, hier, diese Sachen habe ich geklaut und das war Unrecht und es tut mir leid. Bitte vergib mir. Oder wenn du die Sachen nicht mehr hast, dann ich will alles erstatten oder so. Das sind ganz, ganz wichtige Schritte. Ganz wichtige Schritte. Ja? Dienen hatte ich schon aufgezählt. Dankbarkeit. Der Jünger lernt, dankbar zu sein. Die Bibel sagt, dass der Beginn der Rebellion Undankbarkeit war. Und jetzt zurück wieder in die Erlösung, in die Ordnung Gottes, Dankbarkeit. Ja? Ich kann mich erinnern, als junger Christ, ich hatte dieses Teaching nicht, ich hatte diese Anleitung nicht. Das gab es damals nicht, jedenfalls nicht in meinem Umfeld. Aber es war der Heilige Geist und ich habe mich bekehrt und ich war ein ziemlich kaputter Mensch. Und der Herr sagt, du brauchst Therapie. Und ich habe gesagt, ja. Und er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und dann hat er mit mir Übungen gemacht. Zum Beispiel, jetzt bist du mal 5 Minuten dankbar für deine Eltern. Meine erste Reaktion, was? Dankbar sein für meine Eltern nach all dem, was ich da erlitten habe und was da passiert ist. Jetzt soll ich auch noch dankbar sein dafür. Und der Herr sagt, ja, ganz genau. Und dann muss man erst mal nachdenken, dann muss man sich anstrengen. Und dann merkt man auf einmal, wie viel Gutes auch durch schwierige Eltern, die ja auch ihre Vergangenheit haben, die ja auch ihre Verletzungen hatten, die auch genauso von der vorigen Generation schlecht behandelt wurden und falsche Prägung hatten und so weiter. Und trotzdem gibt es viele gute Dinge. Und Dankbarkeit und überhaupt eine positive Einstellung zu den Eltern ist extrem wichtig. Das Wort Gottes sagt, Ehre, Vater und Mutter, auf dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das ist ein hartes Wort für jemanden, der Missbrauch erlebt hat. Und trotzdem gibt es Möglichkeiten und der Heilige Geist wird das zeigen, wie das funktioniert, wie man seine Eltern ehren kann. Das heißt nicht, das, was geschehen ist, was Unrecht war, zu verharmlosen oder zu ignorieren oder zu sagen, ah, nee, war ja gar nicht so schlimm. Unrecht ist Unrecht. Ja? Und Gott wird sich damit befassen. Und wenn wir vergeben, wenn wir das Recht, das vermeintliche Recht auf Rache und auf Wiedergutmachung weggeben,
Ja? Dann kommt Gott ins Spiel und dann kann er tun, was er in der Situation für richtig hält. Rächt euch nicht selbst, gebt Raum dem Zorn Gottes. Wenn wir uns selber rächen, Gott kommt nicht auf die Bühne, weil wir es schon in die Hand nehmen. Aber wenn wir sagen, Herr, wir übergeben dir das, ja, er wird zu seiner Zeit uns Recht schaffen. Gott ist einer, der dem Unterdrückten Recht schafft. Noch ein letzter Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, den Glauben bekennen im persönlichen Umfeld. Das heißt nicht, aufdringlich irgendwie Leute zu nerven und irgendwo die anderen voll zu predigen, aber an deinem Arbeitsplatz. Jeder muss wissen, wo du stehst, was du glaubst, dass du ein Kind Gottes bist, dass du Jesus nachfolgst. Das ist absolut wichtig und Gott wird Weisheit geben, wie du das dort etablieren kannst und wie du das bekennen kannst, ohne ein penetranter, sektenartiger Missionar zu sein, der die Leute irgendwie zutexten und die das gar nicht hören wollen. Das ist nicht die Art und Weise, die Gott entspricht. Wir sprechen mit den Menschen, die offen sind, die Fragen haben. Und da geben wir gerne Auskunft. Aber wenn eine Tür zu ist, dann brechen wir die nicht auf und denken, der muss jetzt unbedingt das Wort hören. Ihr Lieben, das funktioniert nicht. Lass uns da sensibel sein und lass uns da ganz natürlich sein. Und das kommt einfach aus dem Leben heraus, aus dem Alltag. All diese Dinge, die ich jetzt hier so genannt habe, sind Dinge, die der menschlichen Natur entgegenstehen. Ja, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wie du zum ersten Mal zu jemandem hingegangen bist und hast ihn um Vergebung gebeten und hast gesagt, was ich gemacht habe, war total verkehrt. Ich hatte kein Recht dazu. Bitte vergib mir. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Da fühlst du, als wenn du zu deiner eigenen Hinrichtung gehst. Ja. Aber wenn du es dann geschafft hast, dann fliegst du nach Hause. Ja. Dann ist alles wunderbar. Und das ist wichtig. So diese praktischen Aspekte, das sind alles verschiedene Formen der Demütigung vor Gott und teilweise auch vor Menschen. Und das ist genau das, was wir haben wollen für unseren Jünger, weil wir wollen, dass er Gnade bekommt. Und Gott gibt dem Demütigen Gnade. So, wir ermutigen ihn, sich zu demütigen und wir sitzen zu Hause, reiben uns die Hände und sagen, wunderbar, jetzt wird Gott ihm Gnade geben. Und er wächst durch die Gnade Gottes, nicht durch unsere Jüngerschaft. Wir machen nur ein bisschen Begleitung und zeigen nur, wo und wie die nächsten Gehorsamschritte sind. Mehr machen wir nicht. Gott verändert. Wir verändern keine Menschen. Wir können nicht ihren Charakter verändern oder ihren Lebensstil. Das ist gar nicht möglich und auch nicht nötig. Aber wir lehren die Willigen, wie sie Raum machen können für den Herrn in ihrem Leben. Und das allererste will ich noch ein bisschen mehr betonen und praktisch dazu anleiten, weil alles andere kommt daraus. Unser Jünger muss lernen, lebendigen Kontakt zu machen mit dem Herrn. Denn die Gnade, die Kraft zur Veränderung kommt vom Herrn. Und er muss andocken am Herrn, er muss eine lebendige Beziehung entwickeln und offen sein, diese Kraftzuteilung Gottes wirklich zu empfangen und dann im Leben zu nutzen. Und darum ist es notwendig, dass er in richtiger Weise mit dem Wort Gottes arbeitet und dass er sich Zeit nimmt für Gemeinschaft mit Gott. Und lass uns wirklich praktisch sein. Lass uns nicht irgendwie religiöse Floskeln benutzen oder so, zum Beispiel so sagen, ja, du musst jetzt den Herrn suchen. Da kann ein Neubekehrter nichts mit anfangen. Der versteht nicht, was du meinst. Du musst erklären, wie kontaktet man einen unsichtbaren und zunächst einmal unfühlbaren Gott? Wie kommt man in die Gegenwart Gottes und was macht man da? Viele, viele Christen, wenn sie überhaupt ein regelmäßiges Gebetsleben haben, sie bringen nur ihre Bitten, sie bringen nur ihre Nöte, sie bringen ihre Anliegen und dann ist fertig. Und natürlich, das ist in 5 Minuten erledigt. Aber das ist nicht Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott ist zu glauben, er liebt es, mit mir zusammen zu sein. Er will sich offenbaren. Er will, dass sein Herz mir mitgeteilt wird und dass ich empfinde und erlebe, wie er mich sieht, wie er mich liebt, wie er mich begehrt, wie er mich schätzt und wie er in so wunderbarer Weise auf mich schauen kann, dass er diese Trennung machen kann. Du bist mein geliebtes Kind, dich liebe ich. Aber da sind ein paar Dinge, die bringe ich dir, die
bringe ich aus deinem Leben heraus. Ich erziehe dich. Gott will uns erziehen. So, wir wollen nie ein einseitiges Bild haben von der Liebe Gottes, wo dieser Aspekt der Furcht des Herrn, dieser Ernsthaftigkeit, dieser Erziehungsmaßnahmen Gottes, wo das unter den Tisch fällt. Das würde nicht helfen. Wir brauchen ein Gesamtbild, wie die Bibel Gott beschreibt. Und die Bibel sagt, wie ein Vater seine Kinder erzieht, so erzieht er uns. Gott erzieht uns. Und sein Erziehungsziel ist das Wesen Jesu. Das ist sein Erziehungsziel. Und je mehr wir darüber nachdenken, werden wir das nicht als Bürde und als Last oder als Zumutung empfinden, sondern wir werden staunen und sagen, was für ein Privileg. Ich war Kind des Teufels. Und habe alle seine Eigenschaften ausgelebt und repräsentiert. Nicht nur ist mir das alles vergeben, sondern jetzt darf ich einen Lebensstil lernen, wo als Produkt ich in das Wesen Jesu immer mehr hineinverwandelt werde. Was für ein Privileg, was für ein Geschenk, was uns da gegeben ist. Und das wollen wir wertschätzen. Und das, was wir wertschätzen, darüber werden wir auch reden. Und dann wird der Funke überspringen und auch unser Jünger wird begreifen, dass es eine kostbare Sache ist. So, wir werden ihm beibringen, erstens, dass man jeden Tag den Herrn sucht. Dass man nicht mehr Raum gibt dem Fleisch, dass das sich wieder ausbreiten kann und stark werden kann, sondern wir schwächen das Fleisch, indem wir im Geist leben. Die Bibel nennt das Fleisch kreuzigen. Galater 5, 24, die Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt mitsamt den Lüsten und Begierden. Das ist Jüngerschaft, dass er lernt, wirklich täglich sein Kreuz zu tragen. Jesus hat gesagt, wer nicht jeden Tag sein Kreuz trägt, kann nicht mein Jünger sein. So, es gibt keine Jüngerschaft ohne Kreuz. Und doch ist es mein geheimer Verdacht in vielen, vielen Situationen und Gemeinden, in denen ich so bin, die schon Jahrzehnte unterwegs sind. Wenn ich da mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen würde und sage, kannst du mal in 2, 3 Sätzen mit eigenen Worten, ohne einen Bibelvers zu gebrauchen, erklären, was es bedeutet, dass du täglich dein Kreuz auf dich nimmst. Ich denke, viele würden ins Stammeln kommen und würden nichts Vernünftiges irgendwie über ihre Lippen bringen. Und was du nicht erklären kannst, das hast du auch nicht verstanden und das lebst du auch nicht. Also der Großteil der Christen sind kurz vor dem Start, sind kurz vor dem Anfang. Weil Jesus sagt, wer sein Kreuz nicht nimmt, der kann nicht sein Jünger sein. Damit beginnt es. Was ist das Kreuz? Das Kreuz ist diese Grundhaltung, die wir erwählt haben und in der wir immer wieder zurückkommen und in der wir bleiben wollen. Nicht mein Wille, sondern sein Wille. Jemand hat es mal schön erklärt, das finde ich sehr, sehr praktisch. Dem Kreuz begegnest du immer da, wo dein Wille sich mit dem Willen Gottes kreuzt. Da findest du das Kreuz. Und du hast diese Grundhaltung eingenommen. Es geht nicht um ich, meiner, mir, mich und wie ich mich fühle und was ich gerne hätte und wozu ich Lust hätte, sondern es geht um das, was wahr ist, was richtig ist, was dem Willen Gottes entspricht, was eben die Wahrheit aus der Bibel ist, in den ganz praktischen Dingen. Und das bringen wir dem Jünger bei, Gemeinschaft zu haben mit Gott, durch das Blut Jesu, mit Dankbarkeit in die Gegenwart Gottes zu kommen, mit einem Ziel, nicht Herr, zahl meine Rechnung, kümmere dich hier und mach da und löse mir die Probleme, sondern das Ziel ist, Gott zu begegnen, ihn kennenzulernen, zu erleben, wie er ist, von ihm berührt zu werden. Das ist das Ziel der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn er das richtig anstellt, dann hat er keine Mühe da, 15 Minuten auf diese Art und Weise mit dem Herrn zu verbringen. Und sehr bald wird die Gegenwart Gottes kommen und wird ihm so kostbar werden, dass von ganz alleine, ohne dass wir ihn antreiben, aus 15 Minuten 30 Minuten werden, aus 30 Minuten wird eine Stunde und noch länger. Aber nicht, weil wir ihn ins Gebet prügeln, sondern weil er schmeckt die Gegenwart Gottes und dort erfrischt wird und belebt wird und gestärkt wird und ausgerüstet wird für den Alltag, erfüllt wird vom Heiligen Geist durch diese Begegnung mit Gott, durch Anbetung, durch Dankbarkeit, durch Lobpreis, Beten im Geist und all diese wunderbaren Dinge, die Gott uns als ein Mittel gegeben hat, um seine Gegenwart zu erleben und zu genießen.
Und jetzt lass mich etwas sagen über das Leben mit dem Wort Gottes. Und darüber habe ich schon etwas gesagt, aber es sind noch ein paar wichtige Dinge, die wir dazu sagen müssen. Die Kraft des Heiligen Geistes kommt aus dem geschriebenen Wort, das der Heilige Geist uns lebendig macht. Daraus kommt die Kraft zum Leben. Die Begegnung mit Gott findet statt in der Hingabe an das Wort Gottes. Da ist das Leben. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Und diese Worte, die wir empfangen aus der Bibel vom Heiligen Geist, die sollen dazu führen, dass wir in unserer Sichtweise verändert werden und dass dann, wenn das geschieht, als nächstes unser Herz verändert wird. Das ist das Ziel, dass unser Herz in Übereinstimmung kommt mit Gott. Das ist das Ziel. Ja? Dass wir lernen zu lieben, was er liebt. Dass wir lernen zu hassen, was er hasst. Das ist ein Wunder, das kann nur der Heilige Geist tun. Aber der Heilige Geist tut es, wenn wir unseren Teil dazu tun. Gott sagt, das ist der neue Bund, dass er sein Gesetz, und das ist jetzt nicht das mosaische Gesetz, sondern das ist die Ordnung Gottes, das ist der Wille Gottes, dass er sein Gesetz in unseren Sinn gibt, in unsere Denkweise, in unsere Art zu denken und auf unser Herz schreibt. Das ist das Zentrum des neuen Bundes. So erklärt es die Bibel. Das ist Jeremia 33, Ich habe einen kleinen Blackout, das ist eine Schriftstelle, die ich auswendig kann. Ich weiß ganz genau. 31, 33. Und diese Schriftstelle wird zweimal im Neuen Testament wiederholt und zitiert. Das ist Hebräer 8, Vers 10 und dann noch einmal in Kapitel 10. Und da sehen wir, das ist nicht nur für Israel. Es gibt nur einen zweiten Bund, einen neuen Bund. Es ist der Bund, den Gott geschlossen hat und der uns jetzt gehört und dessen Teilhaber und Nutznießer wir sein können. Und in denselben Bund kommt auch der heilige Überrest Israels hinein. Die haben keinen anderen Zugang zu Gott als eben durch den neuen Bund. Und da sehen wir es in den Sinn und ins Herz. In den Sinn und ins Herz. Und die Reihenfolge ist wichtig, die ist nicht irgendwie zufällig so gewählt, sondern die ist absolut wichtig und die muss beachtet werden. Lass uns gehen zu Römer Kapitel 12 und damit beginnt es, wer die Struktur des Römerbriefes kennt, der weiß, die ersten 8 Kapitel bringen den ganzen Plan der Erlösung, dann kommt ein Einschub in Bezug auf Israel. Und dann geht das Praktische dann los in Kapitel 12. Und da heißt es in Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir werden dem Jünger erklären, Welt ist nicht ein neutraler Begriff, so wie man das manchmal so benutzt irgendwie. Ja, ich bin durch die ganze Welt gereist und habe alle Schönheiten gesehen. Nein, Welt ist das Reich Satans. Und er ist der Gott dieser Welt. Und sein System hat uns erzogen und hat uns geprägt oder besser gesagt verprägt. Und wir sind jetzt herausgerettet aus der Welt, versetzt in das Reich Gottes und leben jetzt in einer neuen Dimension. Aber das Problem ist, unsere Denkweise, viele unserer Werte kommen noch aus der alten Prägung. Und das ist, warum es so schwierig ist, am Anfang im Reiche Gottes zu leben, weil da was knascht und knirscht und nicht zusammenpasst. Und wir versuchen mit einer alten Mentalität in dem neuen Leben zu leben. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen die erste Aufgabe für den Jünger ist, daran zu arbeiten, sein Denken zu erneuern. Sein Denken in Übereinstimmung mit dem Herrn zu bringen. Amos 3, Vers 3, wir können zwei miteinander laufen.
wenn sie nicht einig sind zuvor. Wenn wir mit dem Herrn gehen wollen, dann müssen wir mit ihm übereinstimmen. Und das kommt nicht einfach nur so. Erneuerung des Denkens kommt auch nicht durch Handauflegung, sondern es kommt, indem wir unsere Hausaufgaben machen und systematisch an den Text Fragen stellen und herausfinden, wie sieht Gott bestimmte Dinge. Ja? Und das die Ursache für so viel Durcheinander, in dem wir heute als Kinder Gottes sind, so viel Verwirrung und so viele Richtungen und Strömungen und Ideen und Vorstellungen und Gemeindetypen und all diese ganze bunte Vielfalt, die es da gibt, die Ursache davon ist nur die Tatsache, dass viele ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, dass viele niemals sich Mühe gemacht haben, wirklich zu schauen, ja, wie sieht denn Gott Dinge? Wie definiert Gott Dinge? Wir benutzen Worte und der Klang ist uns vertraut. Worte wie Glauben, Worte wie Gemeinde, Worte wie Taufe und so weiter. Wir benutzen sie, aber wir haben niemals hingeschaut, wie definiert Gott diese Worte eigentlich? Was meint Gott mit Glauben? Wie sieht Glaube an Jesus aus? Und wir haben das schon in der vorigen Lektion besprochen. Anders als viele Leute sich jetzt vorstellen, ich glaube an Gott, das heißt, ich gehe irgendwie davon aus, dass es ihn gibt, dass er da ist. Das ist nicht die biblische Definition von Glauben, sondern Glauben ist Gehorchen, ist Vertrauen, ist Hingabe, sich unterordnen. Das ist das Wesen von Glauben. Ja? So viele Menschen benutzen dieses Wort einfach und haben ihre eigenen Vorstellungen. Ja, der glaubt ja auch. Ja, die Bibel sagt, die Teufel glauben auch. Ja, aber sie gehen ins Gericht. Ja. Es gibt nur eine Art von Glauben, die Gott segnet und die Gott wohlgefällig ist und mit der man Gott gefallen kann. Und das ist der Glaube, den die Apostel gelehrt haben. Das ist der Glaube, der aus der Schrift kommt. Und das beginnt damit, dass wir Begriffe sauber definieren. Was meint Gott mit Bekehrung? Was meint Gott mit Neugeburt? Was meint Gott mit Taufe? Was meint Gott mit Gemeinde? Wir nennen heute Konstrukte Gemeinde, die in den Augen Gottes nicht Gemeinde sind. Weil das sind Heiden, die fromme Lieder singen am Sonntag und geleitet werden von einem Priester, der auch nicht glaubt. Und wenn es gut geht, dann gibt es ein paar Leute dabei, die wirklich von neuem geboren sind und der große Rest überhaupt nicht. Und wir nennen das Gemeinde. Das ist für Gott nicht Gemeinde. Gemeinde besteht nur und zur Gemeinde gehört nur, wer von neuem geboren ist. Wer ein Kind Gottes ist, der durch das Wort Gottes und durch den Geist von neuem geboren ist. So, Erneuerung des Denkens ist die absolute Voraussetzung dafür, wie hier der Text das sagt, dass wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. Und das ist unbedingt notwendig, weil wir sollen ja den Willen Gottes tun. Wenn wir gar nicht wissen, was der Wille Gottes ist, wie können wir dann den Willen Gottes tun? Und die Fähigkeit zu prüfen, was der Wille Gottes ist, kommt eben daraus, dass wir unser Denken in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken bringen. Und er hat uns ein ganzes Buch gegeben mit seinen Gedanken. Und da lernen wir, wie er denkt, wie er Dinge sieht. Und er sieht zum Beispiel oder denkt über Sünde sehr anders als viele, die sich Christen nennen. Und wenn wir die Furcht des Herrn haben wollen, wenn wir ein Herz haben wollen, das Gott wirklich ehrt, dann beginnt es damit, dass wir unsere alten Ideen überprüfen am Text und rauswerfen und die Ideen, die Gedanken, die Sichtweisen Gottes übernehmen. Das ist eine harte Arbeit und das ist nicht in einer Woche getan und es braucht wirklich viel Zeit und viel Hingabe. Wir können das unterstützen in der Jüngerschaft, indem wir zum Beispiel Hausaufgaben geben. Eine Hausaufgabe, die ich sehr gerne gebe, du machst ein Bibelstudium über die Furcht des Herrn. Und das bedeutet, du holst dir alle Schriftstellen aus der Bibel. Und das ist heute mit Computerbibel oder Konkordanz total einfach. Du holst dir alle Schriftstellen raus über das Thema Furcht des Herrn, schreibst die alle raus, betest darüber und fragst, okay, wie kommt aus diesem Ganzen irgendwie ein Konzept? Was ist die Furcht Gottes?
Was sind die Segnungen der Furcht Gottes? Wie kommt die Furcht Gottes in mein Leben? Das sind grundsätzliche Fragen an den Text, die wir stellen müssen und die wir durch den Text beantwortet bekommen. Und dann verstehen wir, was bedeutet wirklich das Konzept der Furcht des Herrn. Das heißt noch nicht, dass wir dann die Furcht des Herrn haben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, aber zumindest haben wir schon mal das theoretische Konzept und verstehen, wie wichtig und wie unverzichtbar die Furcht des Herrn ist. Und wenn wir aus dem Text die Frage beantwortet haben, ja, wie bekommen wir die Furcht des Herrn, ja, dann entwickelt sich daraus dieser Lebensstil in Hingabe an das Wort Gottes, gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Eine gute Passage, um das zu veranschaulichen, wäre Sprüche 2. Aus Zeitgründen werden wir jetzt da nicht hingehen. Aber das zeigt einfach, dass es etwas mit Hingabe, mit Fleiß zu tun hat, dass es etwas mit Suchen zu tun hat, dass es etwas mit Demut zu tun hat, weil wir wissen, wir können aus uns selbst heraus da nichts irgendwie erreichen, sondern wir brauchen wirklich die Hilfe Gottes, des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist da, wenn ein Mensch sagt, ich will aus meinen alten Prägungen raus, ich will in das Wesen Jesu verwandelt werden. Der Heilige Geist ist da. Niemand in diesem Prozess, weder dein Jünger, noch du, noch irgendwer anders, hat mehr Interesse an Voranschreiten und an guten Fortschritten als der Heilige Geist. Und mit dem arbeiten wir zusammen und auf dem verlassen wir uns. Und den suchen wir auch, bevor wir unser nächstes Treffen haben mit dem Jünger. Wir werden beten. Herr, wo steht der jetzt? Was ist jetzt dran? Was soll ich ansprechen? Was sind die Fragen, die jetzt dran sind? Was sind die Hausaufgaben? Und so weiter und so weiter. Wie gesagt, das wird alles viel, viel ausführlicher erklärt in meiner 10-teiligen Serie. Und ich würde dringend empfehlen, das mal durchzuarbeiten. Das sind also bestimmt zwischen 13 und 15 Stunden Lehre. Ja, nur zu diesem Thema. Ja, so ihr seht, was ich hier versuche in zwei Einheiten. Das ist praktisch unmöglich. Aber wenigstens bekommen wir eine grundsätzliche Idee. So, das Leben vom Heiligen Geist, er ist der Geist, der lebendig macht, kommt aus der Schrift. Und wir geben uns der Schrift hin, wir studieren die Schrift, aber nicht irgendwie als Pharisäer und Schriftgelehrte, sondern mit Herz. Und das heißt mit Hingabe, mit Verlangen. Wir machen aus Schriftstellen Gebete, wir geben uns hin, wir machen heilige Gelübde, Verpflichtungen. Und wir suchen die Wahrheit und wir erlauben dem Heiligen Geist einfach das Wort zu nehmen als ein scharfes Schwert, das durchgeht und das die Gesinnungen des Herzens offenbar macht. Das ist, was wir brauchen. Anders kommen wir niemals in diese Wahrhaftigkeit, die Gott so wichtig ist. Und etwas, was sehr, sehr helfen kann, was ich immer sehr empfehle, ist, je mehr unser Jünger, und er versteht, wenn ich sage, unser Jünger, er ist ein Jünger Jesu, das ist derjenige, den wir betreuen. Ja, wir haben keine Jünger und wir machen nicht unsere Jünger, sondern wir trainieren Menschen zu einem Leben im Reich Gottes unter der Führung Jesu. Ja, aber was ihm sehr, sehr helfen wird, ist eine große Wertschätzung zu haben für das Wort Gottes. Je größer die Wertschätzung ist, umso mehr wird er motiviert sein, wirklich in richtiger Weise mit dem Wort Gottes umzugehen und damit zu arbeiten und viel Zeit zu verbringen. Ich empfehle auch für Menschen, die sich fortbilden wollen, die im Dienst vorankommen wollen, jetzt gar nicht mehr Jüngerschaft. Ich empfehle, neben der morgendlichen, täglichen Zeit mit dem Herrn, mindestens einen Abend pro Woche, wo studiert wird, wo man wirklich sich hineingräbt in die Schrift oder vielleicht gute Bücher zu Hilfe nimmt, die das noch irgendwie erläutern können und die uns helfen können und so weiter. Oh, apropos Bücher. Wir werden unserem Jünger sagen, welche Bücher er liest. Wir werden ihm sagen, was er in der Bibel liest. Ja? Und er beginnt im Neuen Testament, mit den Evangelien, meinetwegen Johannes-Evangelium, dann Apostelgeschichte, dann die Briefe.
Wir wollen nicht, dass er alleingelassen, hilflos da im Geschlechtsregister im Alten Testament rumgräbt und sagt, meine Güte, was soll das denn? Oder dritte Mose, die ganzen Riten und Waschungen und Gesetze und Ordnungen und all die Dinge. Und er dann zu dem falschen Schluss kommt, ja, das hat doch mit mir und meinem Leben überhaupt nichts zu tun. Ja, wir wollen Jesus sehen in der Schrift und dann von da können wir zurückschauen und dann sehen wir Jesus im Alten Testament. Aber wenn wir nicht Kontakt haben mit dem Heiligen Geist, wenn wir Jesus nicht wirklich kennen, dann können wir im Alten Testament uns mächtig verlaufen und verirren und wir verstehen nur noch Bahnhof. Und deswegen beginnt es mit dem Neuen Testament. Es beginnt damit, was ist das Herz Gottes, wer ist Jesus, warum ist er gekommen, was ist auf seinem Herzen. Und nirgendwo wird das deutlicher als in Johannes Evangelium. So deswegen empfehle ich das sehr, zu beginnen mit Johannes Evangelium und von da an weiterzugehen. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es sehr, sehr hilfreich und segensreich, überhaupt eine Wertschätzung zu haben für das Wort Gottes und zu verstehen, was sind die vielfältigen Funktionen und Segensweisen des Wortes Gottes. Ich habe eine sehr plötzliche, dramatische Bekehrung erlebt und wurde in einer Nacht herausgerissen aus dieser Welt und hineinversetzt ins Reich Gottes und das war absolut spektakulär. Und über Nacht alles war anders und ein völlig neues Leben, völlig neue Sichtweise und so weiter und so weiter. Und trotzdem, nach ein paar Jahren hörte mein Wachstum auf. Und nach ein paar Jahren kam Routine und es wurde langweilig. Niemand, egal wie dramatisch die Bekehrung ist, kann vom Bekehrungserlebnis leben. Und das ist auch der große Trost für die Leute, die in einer christlichen Umgebung, in einer christlichen Familie aufgewachsen sind und die nie so dieses Schwarz-Weiß-Erlebnis irgendwie haben. Da war ich so und dann kam Gott und dann war auf einmal alles ganz anders. Ich habe mit vielen, vielen Leuten gesprochen, die diesen Mangel haben oder meinen, diesen Mangel zu haben. Und sie sagen, ja, sie kennen diese totalen Unterschied nicht. Es ist nicht wichtig, wie dramatisch oder spektakulär deine Bekehrung war, sondern es ist nur eins wichtig, was investierst du jetzt in deine Beziehung mit dem Herrn, um ihn kennenzulernen. Und ich kenne Leute, die niemals in der Sünde waren, also im Sinne, wie man heute das so allgemein irgendwie sagt, ja, also keine Drogen, nicht mal geraucht, nie besoffen und nie rumgehurt und gar nichts und immer ordentlich und straight gelebt und die trotzdem brennen für Jesus. Mein Sohn ist ein gutes Beispiel. Der war immer clean, der war immer brav. Ja, aber er ist ein Mann Gottes und er brennt für Jesus. Und er kennt die Schrift und er lehrt die Schrift mit Vollmacht. Das ist ein großer Genuss, das mitzuerleben, wie er dort die Bibelschüler lehrt und gebraucht wird vom Herrn. Ja, so ist es nicht entscheidend. Manche Leute wissen dann genau das Datum. Ich weiß auch mein Datum. Aber ob du das weißt oder nicht, wann du dich bekehrt hast und was da dramatisch Spektakuläres passiert ist, das ist völlig unwichtig. Es zählt nur das, was du jetzt investierst in dein Leben mit dem Herrn. Und das ist durch das Wort Gottes. So, also da ist Routine gekommen, wiewohl es so eine dramatische Bekehrung war. Ja. Und das fing an, mir Angst zu machen und ich suchte den Herrn und ich sagte, das ist doch nicht normal, das kann doch so nicht sein. Und wie komme ich jetzt aus dieser Langeweile und dieser Routine wieder raus? Und dann hat der Herr zu mir gesprochen. Und das war so grundlegend, dass ich bis heute immer wieder, wenn ich merke, mein Wachstum verlangsamt sich oder es ist nicht mehr so prickelnd und so spannend wie noch vor einer Weile und ich habe nicht den Eindruck, dass ich wirklich große Fortschritte mache, immer wieder gehe ich zu derselben Antwort zurück, die damals der Herr vor, weiß ich nicht, vor über 30, mehr als 30 Jahre gegeben hat. Und da waren zwei Bibelstudien, die ich unter der Anregung des Heiligen Geistes damals gemacht habe. Und das fing alles an. Ich habe gebetet, habe gefastet und habe den Herrn gefragt, ja, wie komme ich aus dieser Routine wieder heraus? Und dann las ich Derek Prince Foundation Series, das gab es damals noch gar nicht auf Deutsch. Und da war ein Satz, der hat mich gefesselt und fasziniert.
Satan will dich in Unwissenheit lassen über die wahre Natur des Wortes Gottes. Und dieser Satz, ich wusste, das ist die Antwort, aber ich habe den Satz gar nicht verstanden. Was ist die Antwort? Da ist die Antwort, die ich suche. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Ja, was ist denn die wahre Natur des Wortes Gottes? Was meint denn dieser großartige Bibellehrer damit, mit der wahren Natur des Wortes Gottes? Und dann war ich total geschockt. Ich hatte keine Antwort darauf. Ich wusste gar nicht, was er meint. Was ist die Besonderheit, was ist die Natur des Wortes Gottes? Und dann habe ich mit Schrecken festgestellt, wovor der warnt, ist bei mir schon passiert. Satan will mich in Unwissenheit lassen über die wahre Natur des Wortes Gottes. Und das war der Beginn einfach eines neuen Abschnittes in meinem geistlichen Leben. Und ich habe dann 2 Bibelstudien gemacht, die ich dann später auch in einem Booklet niedergeschrieben habe. Total harmlos, die allermeisten Leute gehen daran vorbei. Das ist das Allerwichtigste, was ich jedem empfehlen kann in der Jüngerschaft. Und um in eine tiefere Dimension mit dem Herrn zu kommen. Das heißt, das Wort Gottes, die Rolle der Heiligen Schrift im Leben des Gläubigen. Und das ist dieses Bibelstudium, was ich damals gemacht habe. Was sagt Gott über sein Wort? Und Nummer 2, was sagt Gott, wie ich mit seinem Wort umgehen soll? Und beim 2. war ich dann völlig ausgenockt, weil ich gesehen habe, dass ich all die Jahre mich als hingegebener, radikaler Christ gesehen habe und mit großer Beständigkeit nicht getan habe, was Gott sagt, wie ich mit seinem Wort umgehen soll. Und deswegen hat es nicht funktioniert. Deswegen Langeweile, deswegen Routine. Bei Gott gibt es keine Langeweile, es gibt keine Routine. Gott ist immer wieder frisch, immer wieder neu und immer wieder geht es tiefer und du kannst immer neue Aspekte seines Wesens kennen und kennenlernen und genießen. Es gibt bei Gott keine Routine. Wenn da Routine ist in deinem Glaubensleben, dann deswegen, weil auf deiner Seite Dinge schieflaufen. Und wenn wir das studieren in der Bibel, was Gott über sein Wort sagt und sehen die vielen Segnungen und Funktionen des Wortes Gottes, dann sind wir motiviert, wirklich uns mit diesem Wort zu befassen. Und dann schauen wir, okay, was sagt Gott, wie sollen wir mit seinem Wort umgehen? Und die allermeisten Christen heutzutage haben null Ahnung, was Nachsinnen bedeutet. Sie haben noch nicht mal das Wort in ihrer Gemeinde gehört, der Segen des Nachsinnens. Sie haben noch nie eine Botschaft über Psalm 1 gehört, Josua 1,8, wo beschrieben wird, was ist Nachsinnen und warum ist das so wichtig und welche Segnungen kommen daraus. Weil das nicht gelehrt wird, weil die Leute eine Kalenderzettelmentalität haben, noch schnell bevor sie aus dem Haus eilen und in ihren Alltag sich stürzen, schnell noch ein Kalenderblatt abreißen und das noch schnell lesen. Und das ist dann die Beschäftigung mit dem Wort. Das kann so nicht funktionieren. Und sogar noch nicht einmal systematisches, fortlaufendes Bibellesen kann uns die Segnungen bringen, die durch Nachsinnen kommen. Und Nachsinnen bedeutet, wir nehmen einen Vers, vielleicht sogar nur einen halben und am besten unter der Führung des Heiligen Geistes diesen einen Vers aussuchen und dann über diesen Vers immer wieder nachdenken, ihn sprechen, ihn zu Gott bringen, Gott bitten, uns die Augen aufzutun, zu erklären, das ist die Wahrheit und das werde ich in meinem Leben erleben. Viele kennen nicht die Praxis mit aufgeschlagener Bibel, um mit Fingerzeigen auf den Bibelvers vor Gott zu kommen. Aber das ist sehr, sehr effektiv. Ja, weil Gebet ist nicht dazu da, Gott zu überzeugen. Gebet ist dazu da, dass dein Herz fest wird. Und du kannst mit Verheißungen kommen und sagen, Gott, hier, da, Kapitel, Vers, da steht es. Das hast du mir gesagt. Das gilt jedem Christen, das gilt mir. Bei dir ist kein Ansehen der Person. Und ich habe ein Recht, nicht weil ich irgendwelche Rechte habe, sondern weil du gesagt hast, dich verpflichtet hast, du wirst es tun. Ich habe ein Recht deswegen darauf, das in meinem Leben zu sehen. Und das funktioniert, ihr Lieben. Das funktioniert mit Charakterveränderung. Das funktioniert mit Freisetzung von Sündenketten. Das funktioniert auch
mit dem so wichtigen Bereich der treuen materiellen Versorgung Gottes. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben in großer Armut gelebt als Familie, die wir einerseits selbst erwählt haben, weil wir gesagt haben, jetzt kommt das erste Kind, meine Frau wird nicht arbeiten, die ist zu Hause und ist bei dem Kind und war dann auch bei allen drei Kindern dann zu Hause. Und natürlich, das hatte erheblichen Einfluss auf unser Einkommen. Und so haben wir über 3 Jahre hindurch, weil ich war Student, ich habe dann nur nachts arbeiten können, 10 bis 14, 16 Nächte im Monat oder so. Und über 3 Jahre hinweg haben wir regelmäßig jeden Monat ein Drittel bis die Hälfte unseres notwendigen Budgets übernatürlich vom Herrn bekommen. Ich weiß, dass Gott ein Versorger ist. Ich weiß, dass Gott Wunder tut. Ich weiß, dass er Gebete hört. Wir haben das erlebt. Wir könnten ein Buch davon schreiben. Bis jetzt habe ich nicht den Auftrag dazu empfunden und deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber in unserem Schrank, wir hatten lauter kleine Zettelchen. Und da haben wir immer aufgeschrieben, so war die Notlage und so ging es uns und die Haushaltskasse war leer und wir haben gebetet und Gott hat dieses Wunder getan. Ein Zettel nach dem anderen, beide Schranktüren waren voll gepflastert mit solchen Zetteln. Und immer wieder, wenn ein neues Wunder nötig war, dann haben wir gesagt, da war die Not und du hast eingegriffen. Da war die Not und du hast geholfen und da hast du unsere Gebete gehört. Und wenn man die Zettel alle durchsieht, dann weiß man, und jetzt wird er auch wieder handeln. Gott ist treu. Halleluja. So, ich rede nicht von Prosperity. Ich rede nicht davon, Gott hat versprochen, dass du ein Millionär wirst oder so etwas. Aber Gott hat versprochen, im täglichen Bereich der Versorgung, Nahrung, Wohnung, Kleidung und so weiter, dich zu versorgen. Das hat er versprochen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bald Zeiten gibt, wo wir alle wünschen, wir hätten diesen Glauben, dass Gott wirklich ganz praktisch in unser Leben eingreift und wir materielle Wunder erleben. Nicht, weil wir wundersüchtig sind, sondern weil wir überleben sollen und wollen. So eine der großartigsten Segnungen des Wortes Gottes ist, das Wort Gottes hat die Kraft, in deinem Herzen Glauben hervorzubringen. Das ist was ganz anderes als ich glaube an Jesus. Damit meine ich Glaube für konkrete Situationen, für konkrete Nöte, für konkretes Eingreifen Gottes. Und du hast diese Gewissheit. Das ist nicht, ich hoffe, dass es diesmal funktioniert, sondern das ist Glaube, das ist Gewissheit. Und Glaube ist die einzige Art und Weise, um Gott zu gefallen. Und Glaube ist der Weg zu Gottes Wundern und Gottes Gebets und zu den Gebetserhörungen, die er uns schenkt. So, das ist nur eine von vielen Eigenschaften des Wortes Gottes. Und das findest du in diesem Ding hier. Das kann ich dir leider nicht geben, das mein Privat ist. Das gebe ich nicht aus der Hand. Aber man kann das bei uns bestellen. Ja? Und wenn ihr Hand in Hand kennt, dann wisst ihr, bei uns könnt ihr nichts kaufen. Ja? Aber ihr könnt sehr gesegnet sein. Und da gibt es dieses Buch hier, was wir schon in der zweiten Auflage haben oder dritten sogar schon jetzt. Und wir müssen jetzt schon wieder nachdrucken, weil das Ding geht. Und das wird benutzt in der Jüngerschaft. Und dann sagen wir hier, damit arbeitest du jetzt. So, ich habe mir schon die Arbeit abgenommen. Diese Bibelstunden habe ich schon gemacht. Das ist schon hier drin. Also jetzt beschäftige dich mit diesen Dingen hier. Was ist das Wort Gottes? Was bewirkt das Wort Gottes? Und wie sollst du mit dem Wort Gottes umgehen? Das sind die grundlegenden Fragen, die ein Jünger aus der Schrift beantworten muss. Wenn er die nicht beantwortet, und glaube mir, ein Großteil der pfingstlich charismatischen Christen hat diese Dinge nicht als Fundament. Das ist meine feste Überzeugung, das ist meine Erfahrung von langem Reisedienst und von vielen, vielen Gesprächen und Hilfesuchen und Telefonaten und Zoom und so weiter. Den Leuten fehlt das Fundament und sie wissen gar nicht, wer Gott ist. Sie wissen nicht, wie sie mit ihm umgehen sollen. Sie kennen diese grundlegenden Dinge nicht. Jetzt sind wir dabei zu starten. Jetzt lernen wir Jüngerschaft. Das ist jetzt auf Gottes Programm. Und das wird so viel freisetzen. Das wird so viel Wunderbares bewirken. Und Menschen kommen raus aus ihren Problemen und fangen an, Frucht zu bringen. Und dann geht das weiter. Sie werden nicht nur tragfähige Mitarbeiter in der Gemeinde und in den Gemeinschaften und Werken, sondern dann nach ein paar weiteren Jahren, sie werden in ihre eigene Berufung hineinkommen, in ihren Dienst. Und das sind so viele Dinge.
die Gott hat. Gott will Menschen als Fürbitter ausbilden, was ein, bis jetzt ein Feld ist, was wenig bearbeitet ist. Gott will Menschen gebrauchen, für materielle Dinge zu beten und zu glauben und in großem Stil Projekte im Reiche Gottes zu finanzieren. Und Gott sucht Hirten, Gott sucht Seelsorger, Gott sucht Leiter, Lehrer. Es ist ein riesiger Bedarf da. Wie viele Menschen fragen uns an mit ihren Problemen? Wo können wir hingehen? In unserer Gemeinde gibt es keine Seelsorge. Ein riesen Bedarf. Und wenn wir jetzt Jüngerschaft praktizieren, dann wird dieser Mangel in 10, 15 Jahren behoben sein. Und wir werden viele, viele Menschen haben, die in ihrer eigenen Salbung laufen und die Dienste haben und die ein Segen sind für viele, viele andere. So, noch einmal zurück zu Römer 12. Da sehen wir, die Erneuerung des Denkens ist die Voraussetzung dafür, um den Willen Gottes überhaupt zu erkennen. Und das ist natürlich die Voraussetzung, um den Willen Gottes zu tun. Und wir haben dramatische Beschreibungen im Wort Gottes, wie das alles schief geht, wenn man diese kleine harmlos aussehende Geschichte irgendwie ignoriert. Lass uns einmal gehen zu 2. Timotheus Kapitel 3 und dort finden wir ein sehr wichtiges Kapitel über die Endzeit und über die grundlegenden Nöte von Gläubigen und das geht hinein bis in den Anfang von Kapitel 4, dieser Gedankengang. Und Paulus sagt da, er prophezeit, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, eintreten werden. Schlimme Zeiten, böse Zeiten, sagt andere Bibelübersetzung. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, ne? Generation Selfie. Ne? Wir müssen uns in Szene setzen, wir müssen uns darstellen, wir müssen zeigen, wie cool wir sind. Weißt du eigentlich, dass mehr Menschen an Selfies sterben als an Haiangriffen? Weißt du das? Ja, das ist statistisch bewiesen. Mehr Menschen sterben an Selfies, ja, als an Haiangriffen. Ja? Ich meine, Haiangriff ist eine schlimme Sache, das provozierst du aber in der Regel nicht. Aber ein Selfie, ja, an der Klippe und ja, geh noch einen Schritt zurück und jetzt cool und jetzt schieß, brumm, und dann fliegt er die Klippe runter. Viele, viele Menschen, auch in Österreich gibt es eine sehr beliebte Stelle, wo die Leute reihenweise sterben und abstürzen, weil das so malerisch ist und so schön aussieht und so weiter. Und die Leute wollen sich in riskanten und interessanten Posen ablichten, um dann das hochzuladen und ihre Freunden mitzuteilen. Warum ist das so? Weil sie ein so erbärmlich schwaches Selbstwertgefühl haben, dass sie den Applaus der anderen brauchen. Sogar der ganzen Netzgemeinde brauchen sie die Aufmerksamkeit und den Applaus von Menschen, die sie nicht einmal kennen. So arm sind sie, weil sie nicht wissen, wie sie wertvoll sind, wie sie geschätzt sind, wie kostbar sie sind. Und sie versuchen durch waghalsige Aktionen oder verrückte Aktionen ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen, um irgendwie ein bisschen zu genießen, sie sind auch wer. Und das ist lebensgefährlich. Und wir brauchen das nicht, wenn wir eine wachsende Beziehung mit Gott als Vater haben. Dann leben wir nicht, weil wir tolle Dinge tun, die wir vorweisen können, sondern wir leben aus der Annahme, aus der Wertschätzung, aus der Geborgenheit, die wir in Gott haben können und können einfach sagen, wir brauchen diesen Firlefanz nicht. Wir müssen nichts tun, um irgendjemand etwas zu beweisen, dass wir wer sind, denn wir wissen, dass wir wer sind. Und das genießen wir und fertig aus. Und mehr brauchen wir nicht. Halleluja. Wie einfach, wie wunderbar und wie lebensrettend. Amen. Soweit mein Kommentar zu Selbstlieben. Geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten fremd, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und hier stutzen wir und wir haben bis jetzt gedacht, er redet von der bösen Welt.
Nein, er redet von Menschen, die sich für gläubig halten, die sich für Christen halten und die in diesen Dingen leben. Von der Welt kannst du nicht sagen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie lieben Gott überhaupt nicht, die kennen Gott nicht. Und dann wird es noch deutlicher. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Die haben den äußeren Schein, aber die Kraft der Gottesfurcht, eine Beziehung zu haben zu Gott, zu wachsen, verändert zu werden, Sünde zu überwinden, all das kennen sie überhaupt nicht. Das ist nur eine formale, äußere Frömmigkeit. Sie besuchen irgendeine Gemeinde und kennen ein paar Bibelworte, aber ihr Leben zeigt, sie kennen Gott überhaupt nicht. Und dann beschreibt Paulus in Vers 7, was wirklich die Konsequenzen sind aus einem solchen Lebensstil und warum das alles so kommt. Die immer zu lernen, doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Die scheinen sich Mühe zu geben, die gehen sogar auf Seminare, die machen etwas, was die anderen nicht tun. Und Paulus guckt sich das alles an und sagt, sie können niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, sie können nie frei werden, weil Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und deswegen können sie niemals frei werden. Und sie bleiben ihr Leben lang gebunden, verpassen ihre Berufung, lähmen die Gemeinde mit ihrer Sünde und ihren Kompromissen und sie sind für nichts gut, für kein gutes Werk. Das ist doch schrecklich. Und warum ist das so? Vers 8. Sie widerstehen der Wahrheit. Sie widerstehen der Wahrheit. Sie haben noch niemals diese Entscheidung getroffen. Jesus ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Ich demütige mich jetzt und sein Wort darf Richter sein. Nicht ich bin Richter und sage, das gefällt mir nicht in der Bibel. Das verstehe ich nicht. Damit komme ich nicht klar. Das sehe ich aber anders als Paulus. Nein, nein, sich unter Gott zu stellen und zu sagen, du bist Gott und ich bin nicht Gott und du hast die Wahrheit und ich habe nicht die Wahrheit und jetzt hilfst du mir. Sie widerstehen der Wahrheit. Sie wollen die Wahrheit gar nicht an sich heranlassen. Und das ist das Grundproblem, auf das wir sehr viel Fokus legen müssen mit unserem Jünger. Und wir werden ihm beibringen und ihm erklären und zeigen, Christsein besteht darin, der Wahrheit zu gehorchen. Galater 3, Vers 1, da redet Paulus von etwas ganz Schrecklichem, was es offensichtlich in christlichen Kreisen gibt, Zauberei. Wer hat euch verzaubert, nicht der Wahrheit zu gehorchen? Die Verzauberung, die geschieht im Namen des Herrn, im christlichen Gewand von vielen Kanzeln und von vielen Bestseller-Autoren, die Verzauberung im christlichen Bereich zielt darauf ab, Menschen in Ungehorsam zu bringen, in Widerstand gegen die Wahrheit zu bringen. Und sie glauben irgendwelche Dinge, die sich christlich anhören, aber die nicht von Christus kommen. Und sie sind verführt. Und ich weiß, die Elberfelder macht an der Stelle nicht irgendwie gerade einen guten Eindruck, weil sie diese wichtige Passage dort verstümmelt und auslässt. Aber im Kapitel 5 kommt es dann nochmal klar für jeden, auch der in Elberfelder arbeitet oder mit anderen Übersetzungen, Vers 7, Kapitel 5, Vers 7, ihr lieft gut, also euer Start als Christen war gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Oder aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, so heißt diese Übersetzung. Also die Lehre der Apostel führt dazu, dass die Menschen der Wahrheit gehorchen. Dann kommen fremde Lehrer und das Ergebnis von diesem Pseudodienst ist, die Leute hören auf, der Wahrheit zu gehorchen. Das ist, was wir heute haben. Ich kenne so viele Berichte von Leuten, die in die Hypergrace-Falle gefallen sind und die mir erklären, jetzt sind sie frei und sie fangen wieder an, in die alten Sünden, von denen Jesus sie schon befreit hat, wieder hineinzugehen. Sie rauchen wieder, sie gucken wieder Pornos, sie sind jetzt frei, die Gnade hat sie frei gemacht.
Und sie haben ein vollkommen falsches Konzept von Gnade. Da ist nicht eine Gnade, die uns erzieht, heilig zu leben, sondern das ist eine Gnade, die wie ein weißes Tischtuch über unseren ganzen Dreck, den wir veranstalten, einfach drüber gedeckt wird. Und dann ist es nicht mehr da. Das ist nicht die Gnade Gottes. Es gibt überhaupt keine Gnade Gottes für Menschen, die bewusst und fortwährend in Sünde leben und nicht umkehren wollen. Für die gibt es überhaupt keine Gnade. Aber sie verkaufen der Gnade, das ist wie Freibier auf dem Oktoberfest. Diese Gnade gibt es nicht. Die Gnade Gottes hat Bedingungen. Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen gibt er Gnade. Und wer sagt, ja, zugegeben, wenn man es mal ganz ernst nimmt an der Schrift, dann muss ich sagen, ja, ich lebe in Sünde. Ich müsste sogar sagen, ich lebe in Unzucht. Aber die Gnade ist da. Ich habe Menschen reden hören auf diese Art und Weise und die sind total verblendet und du kannst sie nicht mehr überführen mit dem Wort Gottes, weil sie sich in etwas geflüchtet haben, eine selbstgemachte Gnade, die es in der Schrift nicht gibt und sie leben in einer Illusion. Sie leben in einer religiösen Täuschung und sie sind mit Bibelworten nicht mehr zu erreichen. Sie sind immun gegen die Überführung des Heiligen Geistes. Und viele von denen haben auch sogar gelernt, der Heilige Geist überführt gar nicht mehr von Sünde. Was für ein Schwachsinn! Heiligung bedeutet jedes Mal wieder, wenn ein neues Kapitel aufgeschlagen wird, wir werden erstmal überführt, dass das, was wir da tun, nicht in Ordnung ist. Und dann kommt Buße und dann kommt der Heilige Geist und lehrt uns, wie wir diese Baustelle bearbeiten können und wie wir dort in die Freiheit hineinkommen können. Es beginnt immer mit Überführung. Wenn der Heilige Geist uns nicht überführen würde von Sünde, wir hätten null Chance, verändert zu werden in das Wesen Jesu. Null. So, das ist eine dramatische Schriftstelle. Christen sind getäuscht. Und sie meinen, dass sie Jesus nachfolgen, dass sie an Jesus glauben. Und in Wirklichkeit, sie widerstehen der Wahrheit. Und deswegen widersteht Gott ihnen. Deswegen bekommen sie keine Wahrheit. Und deswegen werden sie nicht frei. Also ich kann das nicht genug betonen. Wenn du in Jüngerschaft arbeitest, nimm dir viel Zeit, stell Fragen, schau hin. Wie denkt derjenige über Wahrheit? Ist er noch auf der Flucht vor Wahrheit? Oder hat er schon verstanden, auch wenn Wahrheit unangenehm ist, Wahrheit ist unerlässlich, Wahrheit ist notwendig und wir brauchen Wahrheit, um voranzukommen, um zu wachsen und um frei zu werden. Nimm dir Zeit, diesen Aspekt wirklich zu erforschen, dass da keine Grauzonen sind und du mit praktischen Dingen schon voraneilst und das Fundament ist überhaupt noch nicht gelegt. Hingabe an die Wahrheit, der Wahrheit zu gehorchen. Es braucht eine bewusste Entscheidung. Ich werde jetzt meine Werte, meine Ideen, mein Denken, meine Vorstellungen, meine Ziele, meine Lebensträume, ich werde alles der Wahrheit unterordnen. Und dann kommt der Heilige Geist. Und dann werden wir verändert werden und dann erleben wir diese Dynamik des Glaubens und der Veränderung. Das ist ein ganz, ganz grundlegender Aspekt in Jüngerschaft. Und ich möchte den betonen, bevor ich jetzt reden würde über Dinge wie den Eltern vergeben, okkulte Sünden bekennen, andere Grenzübertretungen in das Reich der Finsternis zu bekennen und ans Licht zu bringen und zu brechen. Das sind alles notwendige Dinge. Aber wenn das Erste nicht das Erste ist, dann wird der Heilige Geist gar keine Chance haben, Menschen wirklich zu überführen. Und ich treffe viele, viele Gläubige. Und du glaubst nicht, wie viele Diskussionen ich gehabt habe mit den Hütte-Fans und mit den Hypergrace-Fans und was die mir alles erzählen. Und sie kennen die Basics des christlichen Glaubens überhaupt nicht. Und sie flüchten sich in irgendwelche religiösen Begriffe hinein und sind völlig verwirrt und verwirren dann auch noch andere. Das brauchen wir nicht, das muss aufhören. Und da, wo wir Einfluss haben, werden wir diese Prägungen und diese Fehlprägungen und Fehlentwicklungen zurückdrängen und werden das ersetzen mit klarer Nachfolge, mit klarem Konzept, was es heißt, der Wahrheit zu gehorchen, in Übereinstimmung mit Gott zu kommen. Und dann werden wir sehen,
wie wirklich Wachstum geschieht. Wir werden sehen, wie wirklich Veränderung geschieht. Weil wenn wir voller Wertschätzung sind für das Wort Gottes, wenn wir uns füllen mit dem Wort Gottes, dann kommt Licht. Und in seinem Licht sehen wir das Licht und dann sehen wir Dinge, die wir nie vorher gesehen haben, die wir auch nicht für möglich gehalten hätten, dass sie bei uns da sind. Ich war ein junger Christ. Jemand kam in die Jugendstunde und hat dort gelehrt. Ein amerikanischer Bruder war da und hat gelehrt. Und sein Thema war Bitterkeit und Vergebung. Und ich weiß noch, wie ich da gesessen habe, die Arme verschränkt habe, fand das alles total langweilig und dachte, was soll dieser amerikanische Psychokram? So habe ich das genannt. Psychokram. Glaubt dieser Mann Gottes wirklich, dass Bitterkeit ein Thema ist von irgendjemand in unserer Jugendgruppe? Nur wir waren on fire for Jesus und wir gingen auf die Straße und haben evangelisiert und Seelen retten und beten für Menschen und diese ganzen Sachen. Und dann kommt er da und redet über Bitterkeit und Vergebung. Das war ganz am Anfang. Und Jahre später, als dann diese Flaute kam, von der ich vorhin gesprochen habe, wo nichts mehr ging und wo ich dann auf diese Idee kam, auf dieses Bibelstudium und wie ich gesagt habe, okay, ich verstehe, das Wort Gottes ist voller Kraft, voller Leben, Heilung kommt durch das Wort, Licht kommt durch das Wort und ich habe mich hingegeben und habe angefangen, mit dem Wort Gottes zu leben, wie Gott es vorschreibt in seinem Wort. Weißt du, was das Erste war, was ich in meinem Leben gesehen habe? Bitterkeit. Auf einmal wurden mir die Augen aufgetan, wenn du mich vor diesem Bibelstudium gefragt hättest, ist Bitterkeit ein Thema? Ich sage, Mann, komm, hör auf, ich bin radikal für Jesus unterwegs und da kommst du mir mit so einem Zeug. Aber wenn das Licht kommt, dann siehst du Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Und das Tückische an den meisten gefährlichen Sünden wie Bitterkeit, Rebellion und Stolz ist, du kannst davon voll sein bis oben hin und hast keine Ahnung. Weil nur Gott kennt dein Herz und Gott offenbart dein Herz. Der Seelsorger, der Erfahrung hat und der selber aus diesen Dingen schon heraus ist, der sieht das, der hört das. Aber selbst wenn er es dir sagen würde, du wirst es nicht glauben. Wir brauchen durch den Heiligen Geist dieses Licht und das kommt durch das Wort. Der Eingang deines Wortes bringt Licht. Und als ich diese Bitterkeit sah, ging ich durch einen Prozess von Monaten, wo ich einem Menschen nach dem anderen vergeben musste und wo ich negative Reaktionen und Haltungen von Verachtung und Rache und so weiter zugelassen habe in meinem Herzen in Bezug auf Dinge, die lange, lange, lange zurücklagen. Und wenn mir heute jemand sagt, du komm, Bitterkeit, das Kapitel können wir rauslassen, dann weiß ich, da müssen wir besonders ran, weil er gar keine Ahnung hat, ja. Das ist das Tückische, dass wir nicht wissen, was in unserem Herzen ist. Und Gott fängt an, unser Herz zu offenbaren, wenn wir das Licht reinlassen. In deinem Licht sehen wir das Licht. Ohne ihn können wir nichts erkennen. Wir können irgendwie ein nettes Bild von uns haben und sind schon ganz beeindruckt von uns. Aber das hat nichts mit Selbsterkenntnis zu tun. Das hat nichts mit Begegnung mit dem heiligen Gott zu tun. So. Das empfinde ich, ist der Fokus. Wie gesagt, es gibt viele, viele andere Dinge, praktische Dinge, die man jetzt erzählen könnte und nennen könnte in Bezug auf praktische Jüngerschaft. Aber noch einmal, ich verweise auf diese zehnteilige Serie und ich denke, das ist der Schwerpunkt, den der Heilige Geist geben wollte heute Abend. Und ich glaube, da sind manche, nicht ganz wenige, die sagen, du, bevor ich überhaupt daran denke, andere Jünger zu machen, ich glaube, ich muss selber erstmal ein Jünger werden. Prima. Glückwunsch zu dieser Einsicht. Weiter so auf diesem Weg. Das ist sehr, sehr gut. Was du nicht hast, was du nicht erlebt hast in deinem Prozess des Wandels mit Gott, das kannst du anderen nicht geben. Jüngerschaft ist nicht, ich lese ein Buch darüber und dann lese ich dem vor und erzähle dem was aus dem Buch. Das funktioniert nicht. Sondern du brauchst die Leitung des Geistes in den Gesprächen. Du musst wissen, welche Fragen fragst du. Und du musst genau hinschauen und du musst nachfragen. Du wirst erleben, wie Menschen schwammig sind, weil sie schwammig sein wollen. Hör mal darauf in Gesprächen, wie Menschen über ihre Sünde reden.
Hör mal darauf. Und das sagt dir alles über ihr Verständnis von Wahrheit. Und du hörst dann so Sätze wie, ja, und dann ist es halt passiert. Es ist passiert. Ich sage, wer ist es? Mach das mal in Bibelsprache. Ich bin in Sünde gefallen. Ich hatte keinen Willen oder auch gar keine Kraft zu widerstehen. Ich sage, ja, da kommen wir uns näher auf dieser Ebene, wo wir wirklich das Ganze mal in Bibelsprache bringen. Die Leute reden heute Dinge, du kannst es nicht glauben, wie das verharmlost wird. Eine Leiterin von einer Hausgemeinde verlässt ihren Mann, ihre Familie und dann erzählt sie freudestrahlend in der WhatsApp-Gruppe, dass sie und der Bruder, mit dem sie zusammen die Hausgemeinde leitet, wir sind jetzt ein Paar. Ach, wie nett, da möchte man ja Blumen schicken. Warum, das ist eine erfahrene Christin, die sagt, sie glaubt an die Bibel. Warum sagt sie nicht, ich lebe jetzt in Unzucht mit diesem Mann? Warum? Weil dann würden ihre eigenen Worte anfangen, sie zu überführen. Aber sie widersteht der Wahrheit und sie verpackt das ganz nett. Wir sind jetzt ein Paar. Und das findest du in Gesprächen, wenn du Jüngerschaftsseelsorge machst. Du findest das viele, viele, viele Male, dass Leute sehr, sehr verharmlosend über ihre Sünde sprechen und sie sich weigern, biblische Terminologie zu benutzen. Aber da ist ein Zusammenhang zwischen Sprache und Bewusstsein. Da ist ein Zusammenhang zwischen Sprache und Gewissen. Und wenn wir die Dinge so nennen, wie Gott sie nennt, und das heißt ja Sünde bekennen, Homologio, dasselbe sagen wie Gott. Wir nennen das Ganze wie er. Und das mache ich viele, viele Male in Jüngerschaft. Die geben irgendeinen netten Begriff. Ich sage, kannst du das mal in biblische Begriffe packen? Wie nennt Gott das? Und dann wird dir erstmal bewusst, wie abartig das ist, wie krank das ist, wie weit das weg ist von dem, was sie eigentlich glauben, was richtig und wichtig ist. So, Jüngerschaft ist Erziehungsarbeit. Und wir brauchen das Herz eines Vaters, einer Mutter, wir brauchen viel Geduld und Strenge. Aus Liebe. Ja, und an uns sollen sie sehen, die Güte und die Strenge Gottes, so wie Paulus das beschreibt. Weil Gott gut ist, lässt er nichts durchgehen und ist streng. Und er ist streng, weil er gut ist und weil er uns liebt. Und je mehr wir Gott kennenlernen, umso effektiver werden wir selber werden dann in Jüngerschaft und können anderen als ein Vorbild dienen und können sie hineinbringen in diese Dimension Freundschaft mit einem wunderbaren, barmherzigen, liebevollen, aber heiligen, strengen Gott. Und das ist das Ziel. Amen. Amen. Halleluja. Seid gesegnet.